Hallo ihr Lieben, hier ist Shanti Manu mit einem neuen Video aus der Shanti Manu Handspinnerei. Ich habe gerade unbewusst meine Ansage geändert. Aber hey, heute geht es um das Entspannungsbad. Es ist ganz, ganz dringend fällig, ein neues Video zu dem Thema zu machen, weil ich des Öfteren danach gefragt wurde und es gibt eine Menge Arten. Es gibt ein paar unterschiedliche Arten, um Garne fertigzustellen. Die herkömmlichste Art, um ein Garn nach dem Spinnen fertigzustellen, um es weiterverarbeiten zu können zum Stricken oder Häkeln, ist das Entspannungsbad, das Garn zu baden. Ich möchte euch zeigen, wie ich meine Garne bade und was ich damit mache und was quasi so die herkömmlichste Methode ist. Ein kleiner Hinweis vorweg. Das Baden ist in meinen Augen für Garne, die verstrickt oder verhäkelt werden sollen, obligatorisch. Ja, das Ganze hilft dem Garn einfach dabei zu entspannen und seine fertiggestellte Form einzunehmen, wenn man so will. Wir haben sehr viel an den Fasern manipuliert beim Spinnen, beim Verzwirren, Drall in die eine Richtung, Drall in die andere Richtung draufgegeben und das Ganze muss sich erstmal wieder setzen und dann verhalten sich unterschiedliche Fasern auch unterschiedlich, wenn sie nass werden. Und das ist ein weiterer Sinn des Ganzen, nämlich diesen Status des Garns zu erreichen, bevor das Garn verstrickt oder verhäkelt wird. Denn ansonsten verändert sich das Garn nochmal, wenn es schon verarbeitet ist und dieses Strickstück oder Häkelstück dann gewaschen wird. Und das kann, muss nicht, aber kann zu bösen Überraschungen führen. Es kann auch zu positiven Überraschungen führen, aber sicher ist sicher. Deswegen sollte man das Garn vorher baden. Eine kleine Ausnahme gilt für die Weber. Ich habe jetzt auch schon mit gebadeten und ungebadeten Garnen experimentiert. Wer mir schon etwas länger folgt, hat ja vielleicht gesehen, dass ich das Weben auch neu für mich entdeckt habe. Und habe gelernt, dass unter Webern es nicht unbedingt üblich ist, Garne vorher zu baden, weil man dieses sich Verändern des Garns eben beim Waschen des Webstücks tatsächlich haben möchte, weil das Ganze dann vielleicht ein bisschen aufblümt, die Garne ein bisschen auffluffen und dann aneinander rutschen und das ein positiver Effekt bei einem Webstück sein kann. Bei einem Strickstück, das zu guter Letzt zum Beispiel, kann das aber eben ein negativer Effekt sein, weil Maschen einfach anders funktionieren als gekreuzte Fäden und das Ganze sich zum Beispiel neigen kann, wenn der Drall rausgeht oder wenn der Drall im Garn wieder aufwacht und sich das dann einfach etwas verändert und dann verschieben sich die Maschen vielleicht oder zeigen in die falsche Richtung und das Ganze wird schräg. Das ist im Prinzip nur der Worst Case. Aber so viel zu der Theorie dahinter. Also immer baden, 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 wenn es nach mir geht, sowieso immer. Und ich zeige euch jetzt, wie ich meine Garne bade. Ich habe mein Waschbecken jetzt gefüllt. Ich wasche meine Garne häufig im Waschbecken, wenn es sich einrichten lässt. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht zu doll. Draußen fängt es gerade ganz, ganz, ganz doll an zu regnen. In meinem Fall tue ich jetzt etwas Faserwaschmittel in das Wasser. Das muss nicht sein. In der Regel reicht es, die Garne einfach zu baden. Nur wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Garne tatsächlich dreckig geworden sind beim Spinnen. Ich creme mir sehr viel meine Hände ein, dann sind Cremereste im Garn oder auch Ölreste vielleicht vom Kämmen. Oder einfach Staub etc. pp. Dann ist es natürlich sinnvoll, das Ganze wirklich zu waschen. Aber es geht ums Baden und nicht in erster Linie ums Waschen. Das heißt, ich fülle etwas Faserwaschmittel in das Wasser, wirklich nur ein Tröpfchen. Und jetzt habe ich hier meine Garne von meinem letzten Spindelprojekt, die sich tatsächlich auch von alleine immer noch so ein bisschen eindrehen. Und ich benutze ganz gerne so Kunststoff-Tags, auf denen ich mir Kunststoff-Armbänder, auf denen ich mir Notizen mache zu dem Garn. Das Wasser ist heiß, aber nicht so heiß, dass ich nicht meine Hände da reinlegen könnte, ohne mich zu verbrühen, okay? Also es ist heiß.
aber nicht super, super heiß. Und dann drücke ich das Ganze ganz vorsichtig ein wenig unter Wasser. Und ihr seht vielleicht, dass unser Waschbecken nicht ganz dicht ist. Da fließt das Wasser, wird weniger mit der Zeit. Ich fülle jetzt noch mal ein bisschen nach, vorsichtig wegen der Temperatur. Natürlich bin ich vorsichtig, während ich Seife und Wasser gleichzeitig, Seife und heißes Wasser gleichzeitig mit Bewegung in, ja, mit dem Garn in Verbindung bringe. Aber auch nicht super, hyper, duper vorsichtig. Also, die können schon einiges ab, die Garne. Und nur mal jetzt so ein bisschen drücken, lässt nicht gleich das ganze Garn durchfilzen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber mein Wasser ist jetzt tatsächlich auch ja, so ein bisschen milchiger und ganz schön dreckig. Ich glaube, auf dem Video sieht das gar nicht, oder auf dem Bildschirm sieht es gar nicht so dunkel aus, wie es tatsächlich ist. Und ihr seht auch, dass der Schaum weniger wird, ja, das ist gut. Das heißt auch, ich habe nicht zu viel Spüli reingetan, beziehungsweise Spüli oder Faserwaschmittel, in meinem Fall Unicorn Fiber Wash, sondern gerade richtig. Hätte ich zu viel reingetan, wäre da jetzt noch ganz, ganz viel Schaum. Das Ganze lasse ich jetzt 10 Minuten da drin liegen. Nicht unbedingt viel länger, damit das Ganze nicht zu sehr abkühlt, weil ich die Garne jetzt gleich auch noch ausspüle. Das mache ich, weil ich Faserwaschmittel da drin habe. Hätte ich die Garne einfach nur in Wasser gebadet, dann müsste ich die jetzt nicht ausspülen, sondern könnte die dann einfach rausnehmen und trocknen lassen. So, 15 Minuten sind um. Ich bin wieder da. Meine Garne sind gut eingeweicht. Und jetzt drücke ich die ganz vorsichtig so ein bisschen aus und lege sie zur Seite. Das Wetter draußen wird immer schlimmer. Ganz vorsichtig ausdrücken. Und jetzt ist das Wasser richtig dunkel. Ich glaube auch, dass ein bisschen, dass zumindest eins der Garne ein bisschen ausgeblutet ist. Aber das ist nicht weiter tragisch. Er ist wahrscheinlich vor allem Dreck, gerade beim Spindelspinnen. Wenn man die Spindel immer hier und dort hinlegt und überall hin mitnimmt, dann kommt da, sammelt sich schon einiges an Dreck in dem Garn, je nachdem. So, jetzt habe ich das Waschbecken wieder voll gemacht. Und in meinem Fall tue ich jetzt noch einen Tropfen Fiber Rinse dazu. Das ist wie so eine Art Weichspüler, den ich gerne verwende, den man nicht nochmal auswaschen muss. Aber auch das ist vollkommen freiwillig und wenn man sowas hat oder das gerne benutzt, super, wenn nicht, absolut überhaupt gar kein Problem. Wenn ich die Garne vorher nicht gewaschen hätte, hätte ich persönlich zum Beispiel das Fiber Rinse einfach auch schon direkt ins Bad getan und die Garne dann rausgeholt und nicht nochmal ausgewaschen. So, das Wasser ist fertig. Auch hier wieder eindrücken. Im Prinzip kann man sagen, bis keine Luftbläschen mehr hochkommen, ja, sodass das Wasser wirklich in das Garn eindringt. Wolle kann extrem viel Feuchtigkeit aufnehmen, 70%, glaube ich, ohne sich feucht anzufühlen. Und es geht darum, dass die Garne wirklich nass, richtig nass sind und richtig viel Wasser aufnehmen. Auch das Ganze lasse ich jetzt nochmal 10 bis 15 Minuten liegen, komme dann wieder und dann sind meine Garne im Prinzip fertig entspannt. So, nochmal 15 Minuten später. Jetzt hole ich meine Garne wieder raus. Die Schälchen sind auch ganz toll, um die Garne aus dem Wasser zu heben. Super, super praktisch. Ganze nochmal vorsichtig ausdrücken. Beiseite legen. Jetzt lasse ich das Wasser raus und ziehe mit den Garnen um zum Handtuch, um die noch auszuwringen. So, jetzt habe ich meine Garne hier auf meinem Handtuch, ganz normales Handtuch, und lege die mir so ein bisschen aus, damit ich das Ganze schlichtweg einrollen kann. Umso filigraner und sensibler die Garne sind,
umso vorsichtiger bin ich auch beim Baden und bei der Verarbeitung. Das sind jetzt relativ robuste Garne, mit denen gehe ich dann auch robust um, ja? Wenn die auch später was aushalten sollen, dann sollen die auch beim Baden was aushalten, weil wenn die denen nicht standhalten oder so der Fertigstellung nicht standhalten, dann halten die auch später ihrem Zweck nicht stand, ja? Also wenn ich da jetzt eine, weiß ich nicht, langlebige Jacke draus haben möchte, dann müssen die Garne auch vorher schon was aushalten können, bevor die in Jackenform sind, ja. Das drücke ich jetzt schön aus und dann wird das Handtuch ziemlich, ziemlich nass. Vielleicht könnt ihr das sogar erkennen gleich. Ne, hier, dass das Handtuch richtig nass ist, da ist noch eine Menge Feuchtigkeit rausgekommen. Was ich manchmal auch mache, wenn ich genug Garne gerade da habe, ist das Ganze in eine Wäscheschleuder geben. Weil die hat in meinem Fall so ein Mindestvolumen, was sie braucht, um funktionieren zu können. Und so viele Garne habe ich jetzt gerade nicht zum Baden da. Aber auch das ist überhaupt kein Problem. In dem Moment, in dem da keine Seife mehr dran ist und nur noch Feuchtigkeit und keine Mengen an heißem Wasser, vertragen die auch dieses Schleudern. Klar, wenn ich jetzt ein super feines Merino-Seide-Lace-Garn habe, schmeiße ich das vielleicht nicht in die Schleuder, weil ich einfach möchte, dass das so glatt wie möglich bleibt und da nichts dran kommt, weil es wirklich, wirklich filigran ist. Bei manchen Garnen, und das ist tatsächlich auch bei besonders glatten Garnen und so, was jetzt bei denen nicht der Fall ist, würde ich die, bevor ich die auslege, einfach noch ein bisschen spannen. Vielleicht gerade dann, wenn die ein bisschen überdrallt sind, wenn ich die mit viel Drall gezwirnt habe zum Beispiel, dann lege ich die einfach so um meine Hände und spanne das Ganze ein bisschen. Und ich finde, dann sieht man auch gleich, wie viel gleichmäßiger das Garn ist im Verhältnis zu dem anderen hier, das noch so ein bisschen chaotisch aussieht, wirkt das jetzt hier schon um einiges gleichmäßiger und hängt wirklich durch. Im Vergleich zu vorher hat sich das eben noch so ein bisschen eingedreht. Das mache ich jetzt mit dem anderen gerade auch nochmal. Einfach nur so ein bisschen. Richtige Streichgarne, im langen Auszug gesponnene Garne, kann man auch schlagen. Das heißt zum Beispiel gegen die Wand hauen. Ja, dann kann man sich das Garn nehmen und wirklich tschatsch auf den Tisch. Das mache ich jetzt mit den Garnen nicht. Die gefallen mir so, wie sie sind. Die spanne ich nur ein bisschen. Auch dieses Schlagen würde man im feuchten Zustand machen, bevor man die Garne, oder ich auf jeden Fall, die Garne dann einfach zum Trocknen auf einen Wäscheständer lege, was ich jetzt bei dem Wetter dann nicht draußen mache, sondern drin. Wenn ihr die Garne aufhängen möchtet zum Trocknen, zum Beispiel übers Geländer oder so, dann tut mir einen Gefallen und kommt hin und wieder zum Garn zurück und dreht das ein bisschen, denn ansonsten zieht die Restflüssigkeit, die da jetzt noch drin ist, hier runter und das kann sich nicht unbedingt, aber manchmal auf den Drall auswirken, ja, dass die Garne, dass der Drall auch mit runterwandert mit der Feuchtigkeit, ne? Die sind dann hier unten ganz, ganz nass und hier oben fühlen sich schon trocken an und fangen dann je nachdem an, sich hier unten wieder zu kräuseln und einzudrehen, während sie hier oben schön flach sind, weil das Gewicht dann auch an dem Garn zieht. Und dann ist es sinnvoll, zwischendurch zurückzukommen, ja, und das Ganze einfach eben umzudrehen und dann wieder aufzuhängen, bevor es ganz trocken ist, das dann mehrmals zu machen. Ansonsten einfach flach auslegen, das mache ich meistens mit meinen Garnen, auch nicht immer, und trocknen lassen. Und dann sind die Garne wirklich fertig und können weiterverarbeitet werden. So, das war's schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen und natürlich immer über eure Kommentare unter diesem Video oder auf meinem Blog www.shantimanu.de. Dort findet ihr auch alle meine Social Media Links, genauso wie in der Beschreibung unter dem Video. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei all euren Spinnereien und bin raus für heute. Bye, bye, eure Shanti.